Wir haben dieses Wochenende am sogenannten Raumhund Schuberta gearbeitet. Wir sind Felix, Lou, Laura und Judith. Unser Ziel war es, eine Verbindung zwischen Kunst und digitaler Technik zu erschaffen. Die eigentliche Idee dahinter war, dass man einen Handschuh hat, mit dem man zeichnen kann und dadurch, durch diese Zeichnung, dann irgendwas mit, also ein Musikstück entsteht. Allerdings ist uns schnell aufgefallen, dass die Bewegungen nicht genauso realisierbar sind und man dadurch das nicht ordentlich hätte zeichnen können. Daher haben wir jetzt ein Handgadget, was leuchten kann anstelle der digitalen Kunst. Und außerdem kann es audiovisuelle Effekte erzeugen. Gebaut haben wir es aus einem Kalliope und einem 3D gedruckten Teil, wo sich das befindet. Außerdem haben wir viele LED-Lampen, wie man sehen kann, dafür verwendet. So sieht der Kalliope aus. Da haben wir vor allem zum Beginn die kleine RGB-LED benutzt, damit man da erstmal ein bisschen reinkommt und dann noch die Beschleunigungssensoren, damit es auch die Farbe ändern kann. Dazu kommen wir aber später noch. Wir haben für die LED-Streifen eine Neopixel RGB-LED-Streifen verwendet. Und das sind farbige LEDs, die also mit wenig Programmierung also 16 Millionen Farben machen können, blinken können. Wir haben die mit dem Calliope in Verbindung gesetzt, indem wir die halt so zusammengelötet haben. Und ja, das ist jetzt ein kleiner, also das kleine Ausschnitt aus unserer Blockprogrammierung. Also damit haben wir dann das gemacht, dass das reagiert, der Calliope, auf verschiedene Bewegungen und dann halt in Farben leuchtet, die halt da so angegeben werden. Hier haben wir ein Beispiel zu der Python-Script-Hintergrund. Die mussten wir ändern, weil es mit dem Block nicht funktioniert hat. Wir haben durch den Beschleunigungssensor Werte in Z, X und Y. Und wenn zum Beispiel jetzt plus Y den bestimmten Schwellpunkt erreicht, entsteht zum Beispiel die Farbe Blau. Genau, und dann haben wir ja noch, wie gesagt, so das mit den Tönen gemacht und da haben wir die gleiche Technik benutzt. Also je nachdem, in welche Richtung sich der Sensor bewegt, gibt der Sonic Pi Daten aus. Die werden mit einem anderen Programm von dem rübergeschickt auf dem PC und dort mit diesem Programm in Daten für das Sonic Pi umgewandelt. Und genau das ist unser Skript, dass es halt eben je nach Bewegung den Ton abspielt. Genau. Und jetzt haben wir noch eine kleine Demo. Genau. Das ist unser toller LED-Streifen und man kann es richtig schön anziehen, wie man sieht. Wenn Lou sich jetzt bewegt, verändern sich die Farben. Außerdem, wenn wir das jetzt anschalten, macht es auch Töne, je nachdem, wie es bewegt wird. Wenn man auf einen Knopf drückt, kann man die Art, wie es leuchtet, auch noch verändern. Und als kleiner Special-Effekt kann es auch einen Song abspielen, den wir alle, glaube ich, kennen. Also theoretisch kann es das. Genau, während der Song jetzt im Hintergrund spielt, wollte ich nochmal sagen, das alles haben wir auch auf GitHub hochgeladen, falls irgendjemand daran weiter programmieren möchte oder das auch für zu Hause sich nachbauen möchte oder sowas. Genau. Vielen Dank. Am Anfang von so einem Projekt steht ja immer eine Idee und am Ende dann
der fertige Prototyp. Inwieweit ist das, was ihr euch vorgenommen habt, auch am Ende das Endergebnis geworden? Also wir haben es zwar geschafft, Kunst und Technologie zu verbinden. Ich finde, das Endergebnis auch ist uns sehr gut gelungen. Allerdings wollten wir es halt zuerst, dass man digital sehen kann, wo man sich mit dem Handschuh im Raum bewegt hat und dadurch ein Bild entsteht auf dem Bildschirm. Das war dann aber nicht umsetzbar in dieser kurzen Zeit. Und wenn ihr daran weiterarbeitet, ist dann irgendwann so, dass man tanzt und gleichzeitig damit die Musik macht? Das wäre dann das Ende der Fahnenstange? Ja, das wäre eine Art neues Musikinstrument. Okay, cool. Vielen Dank. Ja.